Hey und herzlich willkommen auf dem Kanal Leo Coburg. Fahrradhelme für Kinder bis 12 Jahre. Was es dazu zu wissen gibt, erkläre ich dir in diesem Video. Ein Fahrradhelm ist das wichtigste Sicherheitstool, für Kinder natürlich noch wichtiger, weil Kinder motorisch noch nicht so fit sind wie Erwachsene und natürlich öfter mal abgelenkt sind, stürzen diese öfter. Ein persönlicher Tipp, wenn dein Kind schon Laufrad fährt, immer mit Helm, damit das Kind Fahrrad und Helm immer in Verbindung bringt. Also das Wichtigste ist eine ideale Passform. Der Helm sollte relativ leicht sein, damit das Kind diesen auch entsprechend gerne trägt. Der Spruch, das Kind wächst da schon rein, der ist ganz gefährlich. Da dein Kind wächst, ist es natürlich extrem wichtig, immer regelmäßig den Kopfumfang zu messen, um zu schauen, ob die Helmgröße noch zu dem Kopf passt. Wie du den Helm auf den Kopf deines Kindes einstellst, erfährst du in unserem neuesten YouTube-Video und das ist wirklich sehr einfach. Also das Wichtigste ist natürlich die Passform, aber die Optik ist bei Kindern ganz wichtig. Es gibt echt alle unterschiedlichen Farben und Muster, von den Lieblingsstars bis hin zum Lieblingsfußball. Verein, am besten im Geschäft zusammen einen aussuchen. Beim Thema Sicherheit sind Neonfarben natürlich auch super. Also wenn du ein knalliges, farbenfrohes Modell findest und das dem Kind gefällt, ist es ein zusätzlicher Sicherheitspluspunkt. Zusätzlich gibt es auch hier hinten Zubehörmöglichkeiten, das heißt, man kann hier Lichter, zusätzliche Puffer montieren. Wichtig für Kleinkinder, wenn du mit diesen auf dem Spielplatz bist, den Helm immer abziehen, weil was kann passieren? Wenn es irgendwo hängen bleibt, besteht natürlich hier Strangulationsgefahr mit den Gurten, das ist ganz gefährlich. Hast du noch Fragen? Schreib uns gerne einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den Kids auf der Tour.